Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ein nachhaltiger Friedensansatz muss selbstverständlich ganz stark auf die zivilen Elemente setzen. Und es war unter anderem der frühere Verteidigungsminister Franz Josef Jung, der in seiner Zeit genau diesen vernetzten Ansatz, diesen Comprehensive Approach vorangetrieben hat. Und ich glaube, auch an dieser Stelle, wo er seine letzten Tage in diesem Deutschen Bundestag verbringen wird, gilt es, ihm dafür Dankeschön zu sagen. Der vernetzte Ansatz, der Comprehensive Approach, ist auch ein bisschen so etwas wie das Markenzeichen der Europäischen Union in diesen Fragen von Sicherheit und Frieden auf Dauer geworden. Und wenn wir in diesen Tagen darüber reden, wie wir die Europäische Union in der Außen- und Sicherheitspolitik stärken können, wir haben ja in der vergangenen Woche auf dem EU-Gipfel eine erste Weichenstellung durch Vereinbarung der permanenten strukturierten Zusammenarbeit PESCO erlebt und werden in den nächsten 3 Monaten konkrete Schritte verfolgen, dann wird diese Idee, dass ohne militärische Mittel natürlich häufig zivile Anstrengungen fruchtlos sind, aber dass natürlich militärische Mittel allein niemals in der Lage sind, eine nachhaltige Friedenssituation herzustellen und einen Frieden nachhaltig zu bewahren, das wird ein Markenzeichen, das sollte ein Markenzeichen der Außen- und Sicherheitspolitik der Europäischen Union sein und kann damit eben nicht nur quantitativ, sondern auch qualitativ ein neues Gewicht stärker in unsere internationalen Bemühungen, auch in die transatlantischen Bemühungen um dauerhaften Frieden bringen. Ich glaube, dass wir gut daran tun, an dem Konzept der wertebasierten Außenpolitik auch in der Sicherheitspolitik festzuhalten. Wir formulieren hier in diesem Papier der Bundesregierung ganz klares Bekenntnis zu den Menschenrechten, zu internationalen Institutionen, zu der Achtung von internationalen Verträgen. Das unterstützen wir voll und ganz. Umso verwunderter war ich allerdings, als ich am vergangenen Sonntag die Rede des SPD-Parteivorsitzenden auf dem Parteitag gehört habe. Er hat 80 Minuten gesprochen, hat in diesen 80 Minuten an mehreren Stellen Amerika mal sanft, mal scharf kritisiert, aber er hat nicht ein einziges Mal die russische Aggression auf der Krim und der Ukraine kritisiert. Also wenn es darum geht, was wird denn die wertebasierte Außenpolitik im Zweifel der Zukunft sein, dann glaube ich, dass der SPD-Kanzlerkandidat dieses Papier dringend lesen sollte und sich dringend zu eigen machen sollte, sonst wird es im Wahlkampf von ihm nicht erspart bleiben, dass wir ihn damit konfrontieren. Und wenn ich noch einen kleinen Schwenker anmerken darf, Sie haben gerade eben von der Bedrohung des INF-Vertrags gesprochen. Sie haben das frei formuliert, nicht aus dem Manuskript. Sie haben gesagt, es sei bedrohlich, dieser INF-Vertrag, der Mittelstreckenabrüstungsvertrag, sei bedroht durch die Bemühungen Russlands. Im Reich Kaliningrad ist das ja wohl, die Raketen zu modernisieren. Aber Sie haben gesagt, in gleicher Weise eine Bedrohung sei es, was die amerikanische Seite dagegen plane. Ich sage Ihnen, wir müssen schon sauber auseinanderhalten, Aktion und Reaktion. Also wir können uns gerne darüber unterhalten, wie man auf diese Provokation Russlands, auf diese mögliche Verletzung des INF-Vertrags seitens Russlands reagiert. Aber dass wir diejenigen, die sich darüber Gedanken machen, wie man darauf reagieren kann, auf eine Stufe stellen mit denjenigen, die diese, wie wir finden, doch diesen massiven Rückschritt in der Abrüstungspolitik zur Verantwortung haben, nämlich die Russen, das finde ich da nicht in Ordnung. Also von daher, bitteschön, dann aber auch diese Wertebasiertheit in unserer Außenpolitik bei Betrachtung aller Sachverhalte. Ich möchte außerdem eingehen auf das Verhältnis von zivilen und militärischen Mitteln im Bereich unserer Haushaltsaufwendung. Wir haben dieses Jahr zum ersten Mal dieses 0,7% für wirtschaftliche Hilfe erreicht. Natürlich auch, weil wir gegenwärtig viel tun im Rahmen der humanitären Hilfe. Aber ich glaube, es ist völlig klar und vermutlich auch in diesem Hause unstrittig, dass wir uns zum Ziel setzen, diese Zahl mindestens zu halten und dass wir niemals mehr unter diese 0,7% sogenannte ODA-Quote bei der Entwicklungshilfe fallen wollen. Aber wir haben eben auch vor 3 Jahren, lange bevor Donald Trump irgendwie am Horizont zu erkennen war als Präsident von Amerika, in Wales auf dem Gipfel verabredet, dass wir uns dem 2%-Ziel der NATO annähern. Und dieses Abkommen von Wales, dieser Beschluss dieser 28 Mitglieder der NATO von vor 3 Jahren, trägt eben auch die Handschrift des SPD-Außenministers Frank-Walter Steinmeier.
Und deswegen waren wir schon etwas verwundert über Äußerungen, die ein oder andere Äußerung in der Vergangenheit, wo wir das Gefühl haben, dass sich die SPD bei der Frage des 2-Prozent-Ziels und unserem Commitment ein Stück weit vom Acker macht. Ich finde, wenn wir mangelnde Verlässlichkeit bei anderen Regierungen beklagen, zum Beispiel den amerikanischen Präsidenten dafür kritisieren, dass er vielleicht etwas zu zögerlich das klare Bekenntnis zu Artikel 5 des NATO-Vertrags abgegeben hat, dann sollten wir als Deutsche keinen Zweifel daran lassen, dass wir uns an die NATO-Vereinbarung, nämlich die von Cardiff von vor 3 Jahren, auch wirklich buchstabengetreu halten. Ich glaube, wir sollten uns tatsächlich zum Ziel setzen, dass wir sowohl, was die Verteidigungsausgaben angeht, unsere Cardiff-Versprechen einhalten und dass wir zum anderen auch die zivilen Komponenten entsprechend der Friedenssicherung und der Entwicklung der Länder entsprechend ausbauen. Ich finde die Idee eigentlich ganz spannend zu sagen, 1 Euro zusätzlich für Verteidigung, aber eben auch 1 Euro zusätzlich für zivile Maßnahmen. Ich glaube, das wird die Politik der Union für die Jahre 17 bis 21 sein. Und auf der Basis werden wir sicherlich auch Unterstützung bekommen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Jürgen Hart. Nächste Rednerin, Dr. Franziska Brandner für Bündnis 90 Die Grünen.